So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich sammle mittlerweile Prime-Flaschen. Ich möchte auch trotzdem mal die ganzen verschiedenen Geschmäcker mir zu Genüge führen, auch wenn kaum was dabei ist, was ich wirklich lecker finde oder nochmal trinken würde. Mein Favorit war bis jetzt das gelbe Prime, das Lemonade. Und ich habe auf eBay Kleinanzeigen mich auch mal umgeschaut nach besonderen Prime-Sorten, bin da fündig geworden, habe drei Fußball-Prime-Sorten entdeckt. Jetzt ist das aber nicht lieferbar gewesen bei demjenigen, der das angeboten hat. Der kriegt das erst wieder rein. Wollte mir dann alle drei Sorten zurücklegen von Arsenal, von, was ist das andere? Barcelona? Nein, keine Ahnung von. Ich hab's nicht mal auf dem Schirm. Ich bin absolut kein Fußballfan. Ich kenne mich da nicht aus. Aber eine Sorte war auch das FC Bayern Prime-Getränk. Und mittlerweile war das jetzt bei Netto in der Werbung drin. Heute war ich nochmal spontan unterwegs. Ich konnte es ja nicht testen, weil ich die ganze Zeit mega krank war. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, aber ich habe wieder Geschmack. Heute im Rewe in Hildburghausen stand das auch noch im Regal rum. Das FC Bayern München Prime Getränk. Das hat Badlands Chucks damals ja auch gesucht, weil er gesagt hat, oh mein Gott, das ist ja hier in Deutschland und so weiter, da kommt er gar nicht hin. Ich möchte das jetzt mal probieren, ich möchte das testen, ich möchte mir das hier komplett reinschießen. Wäre eigentlich sinnvoller, es aus der Flasche zu trinken. Dann kannst du besser trinken, als wenn du das einfach einfüllst in ein Glas. Aber für euch machen wir es vielleicht in ein Glas. Wir wollen mal ganz kurz probieren, kleinen Nipper eisgekühlt, wie das so schmeckt. Prime Hydration Goldberry, also Zielbeere, was ist das? Erfrischungsgetränk mit dem Geschmack gemischter Beeren mit Vitamin, Kalium und Magnesium mit Süßungsmitteln. Natürlich wieder auf Basis eines Kokoswassers. Und ich muss mir sagen, eben meinte ich noch, es gibt kein Prime, was schmeckt. Das ist gar nicht so schlimm. Also ohne Spaß, so viele Prime-Sorten dachte ich, absolut abartig. Hier dieser kleine Schluck, diese gemischte Beeren-Variante geschmacklich, fand ich gerade ganz gut. Ich werde jetzt den Rest einfach mal hier einschenken. Prime sieht fast immer auch gleich aus. Wegen diesem Kokoswasser hat das auch immer so eine weiße, durchsichtige Basis. Vielleicht ist es auch das erste Mal, dass überhaupt was Deutsches draufsteht. Ich glaube, ich habe mir noch nie den Text auf den Prime-Flaschen durchgelesen. Die finde ich auf jeden Fall cool. Die kommt auch in meine Sammlung rein. Gerade auch mit dem Boden. Ich habe jetzt auch andere Prime-Flaschen versucht, mir zu organisieren. Bisschen teurer zum Probieren. Habe ich gesehen, die haben einen ganz anderen Boden. Da bin ich traurig, weil das passt dann nicht zur Sammlung. Das ist der Rest jetzt, also von dem Glas. Ist wieder mal weiß. Kokoswasser weiß, genau. Riecht fruchtig, riecht beerig. Also ich muss sagen, wirklich, wer bis jetzt noch nie Prime probiert hat, probiert mal diese FC Bayern München Prime Sorte. Irgendwie hat die was. Ich glaube, wenn ich jetzt das ganze Glas getrunken habe, ist meine Meinung wieder komplett anders, weil dann ist es wieder abartig und eklig und ich finde, irgendwie aus dem Glas schmeckt sowieso nicht so gut wie direkt aus der Flasche. Aber irgendwie fand ich das gerade gar nicht so schlimm, wie ich Prime immer in Erinnerung habe. Das war es jetzt von meiner Seite aus schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ein aktueller Prime, Chuck, Freitag aufgenommen für Samstagabend und ciao. Guckt euch das Glas an. Es ist einfach eiskalt gewesen. Es ist ohne Kohlensäure. Es schmeckt ein bisschen säuerlich, brausetablettenmäßig, aber irgendwie auch gleichzeitig fruchtig, beerig und ich glaube, das ist das beste Prime, wirklich, was ich bisher hatte. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.